Liebe Gemeinde, nach etwa durchaus einer Stunde bis 50 Minuten bis einer Stunde Questroulette haben wir unsere demerkante Aufträge. Und wir fangen an mit reich bemessen 250.000 Münzen. Händler Giovanni verfolgt schon seit längerem ihr wachsendes Geschick im Handel. Doch ein guter Händler wird nicht an der Anzahl seiner Handelspartner oder seiner Flotte gemessen, sondern einzig an seinem Vermögen. Eine Produktion kommt zum Naja, Erliegen. nicht unbedingt. Gut, 250.000 Münzen müssen wir uns zusammenkratzen. Das kriegen wir ganz gut hin, denke ich. Und danach müssen wir eine Speicherstadt bauen. Wir können einfach alles verkaufen, was wir wollen. Das spielt keine wirkliche Rolle gerade. Kommt und habt teil Ein neu doppelzüngiger gewonnenem Zuträger. Wissen. So. Wir können einfach teuren Shit ohne jeden Grund, ohne jeden Unterlass verkaufen. Und selbst wenn wir unsere Vorräte damit empfindlich leer räumen, dann ist das so. Meine Lager stehen euch jederzeit offen. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. So, Ich bekomme wir regelmäßig verkaufen Waren aus einfach dem Schleuder ein. alles. Eine Überraschung, 250.000 Münzen aber eine äußerst kriegen wir schnell verheißungsvolle. zusammen. Yo, Northburg, Ah, gib schön, Geld. dass ihr da seid. Nehmt dieses Darlehen Also und hier. verwendet es weise. Gib Geld. Geiz hemmt, geben befreit. Aber Ihr hält seid es nicht an die einfach große zu Glocke. gut. So, verkauf unsere Lederwämser. Geiz hemmt, geben befreit uns. Gut, Taschen füllen mit was sonst noch? Das da, das da, das da, das sind alles teure Sachen. Bier. Und die Zuschauer wissen, wie wir das bekommen haben. Wir haben das Kommt Quest nur schon und teilweise seht mit euch in aller Bonusfolgen Ruhe gemacht. um. Ich helfe Wir haben euch 20.000 Mal gerne neu aus. geladen. Das ist ja unser Ich bin Standprozedere gern hier. bereit, mit euch zu handeln. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Die wissen das. Aber weil ich ja nicht möchte, dass alle Leute immer mitleiden müssen, haben wir es normalerweise auf Offscreen verlegt. Das Quest Roulette. Nur dieses Mal haben wir es im Stream gemacht, weil ich jetzt wohl kaum mitten im Eine Stream einfach mal Produktion umschwingen kommt zum konnte. Erliegen. Oh, es war nicht noch mehr, tatsächlich. Es ging sogar schneller als als die anderen Male. Ich erinnere mich, glaube ich, einmal haben wir 1,5 Stunden gebraucht für die Lucius Ich Quests. hoffe, Das ihr war eine lange findet, wonach ihr Bonusfolge. sucht. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich Aber sein ja, mit kann. Kameramovement habe ich da nicht so viel gearbeitet gehabt. Wobei Gegen ich nicht ein mal sicher bin, gutes ob das Geschäft irgendwas habe ich, ausgemacht ihr habt hat. ein gutes Geschäft gemacht. So, wir verkaufen jetzt einfach riesige Massen an allem. Wir machen komplett unser gesamtes Lagerhaus hier leer. Und die Bevölkerung muss dann sehen, wo sie bleibt. Ich bin gern bereit, mit euch zu handeln. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Meine Lager stehen euch jederzeit Da ist offen. es nicht so viel Wenn Zeug. es weiter nichts ist, womit ich Wir haben behilflich riesige sein Massen an kann, Marzipan mit unten. diesem Handel bin ich einverstanden. Du, Ihr geh seid runter ein und geh jetzt unser ehrbarer Marzipan. Mensch. Ne, geh unser Der Marzipan und Kaiser wird davon unsere erfahren. anderen Luxusgüter verscherbeln. Ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Stadt herum. Scusi? Nein. Wo ist denn noch Fante Stadt? So, wo bist du Dreckiger? Der feindliche Scherge ist plötzlich Das ist schnell verschwunden. passiert. Nun gut, Einer ihrer sei dem Betriebe so. stellt keine Gewürze. Waren mehr her. Jetzt können wir auch irgendwie ein Steak an was anderem mitnehmen. Bier. So, die 52.000 Münzen werden schon ganz. Okay, kurz noch alles an Marzipan mitnehmen. Mosaik komplett mitnehmen. Eine Ladung Teppiche mitnehmen. Und direkt verscherbeln. Mittlerweile, kann es sein, hat irgendwer von den Lieblingswaren? Ich prüfe mal ganz kurz. Northburg, Großvisier, Garibaldi.
Haben Sie Lieblingswaren? Zwei Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Das sind hier Aufträge? Ich bin schon, ob die irgendwelche interessanten Sachen haben, wofür die sehr viel verkaufen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ja, ich glaube, die handeln höchstens die Waren. Ich glaube, der Unterschied ist höchstens, was sie uns verkaufen, wenn wir unser Konto aufstellen. Wunderbar. Soll keine Rolle spielen, verscherbeln einfach alles. Allah segne euch für eure euer Bemühen wird ein. So. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Ich schlage ein. Nur noch 50.000 kurz mal machen. Ob euer Aufstieg mehr ist als nur eine Episode. Dein Gesicht ist eine Episode. Füllt das Schiff komplett mit Brot. Fast komplett. Nimm noch ein Stack Bier mit. So. Ein Satz davon. Ganz viel Eisen mitnehmen. Werkzeug mitnehmen. Und zum Großvisier damit. Ich bekomme regelmäßig. Ja, das. Ich helfe euch gerne aus. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So. Das Schiff kann es hier unten beim Großvisier den ganzen Rest verkaufen, das hier gekriegt hat. Außergewöhnliche Waren für euch. Oh, das ist gut. Ein gutes Geschäft. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Die Entschuldigung ist, dass das alles niemals passiert sein wird. Aber wir können die ganzen Waffen mitnehmen. Kommt nur so. Und seht euch in aller Ruhe, wenn es oh, sehr gut. Nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Perlenketten geben gut Geld, bestimmt. Nimm das ganze Eis nochmal mit. Verscherbe es beim Visier. Wir haben unsere Glasproduktion hier stillgelegt. Kein Wunder, dass wir kein weiteres Zeug reinkriegen. Wir sind, jetzt in unserem, wir sind allmählich mehr und mehr an unserem Limit angekommen. Da kaufen wir mal einen riesigen Haufen Quarz. Ein gutes Geschäft ist mir willkommen. Oh, Northburg, das ist genau, was ich sehen möchte. Gut, handeln wir. Wir sind fast da. Ein fairer Handel. Ich bekomme regelmäßig Waren und wir sind da. Auftrag ausgeführt. Ich schlage ein. Ich danke euch im Namen des Sultans. Haus die Merkante ist euch zu Dank verpflichtet. Drei große Schiffe. Eure Handlungen zeugen von eurer niederen Geburt. Hey. Gut, damit haben wir den Auftrag. Dann brauchen wir jetzt diesen Auftrag. Der wird ein bisschen mehr brauchen an Zeit. Hauptsächlich, weil wir absitzen müssen. Wir müssen absitzen, bis der Erfolg, bis der erfüllt ist. Und dann fehlt nur Willem. Das Quest-Roulette für den werde ich aber wirklich offscreen machen. Wir haben die Merkante nur im Stream als im Stream Quest-Roulettiert. Weil ein 50-Minuten-Stream ein bisschen witzlos gewesen wäre, nicht wahr? Bestimmt wollt ihr in die Dienste des Hauses die Merkante treten. Absolut. Und wir kriegen einen verdammten kaiserlichen Geologen. Was um alles Welt wollen wir damit? Nutzlos.
Nicht, dass wir sowieso eine behalten Produktion dürfen. Kommt zum unter Händlern ist es wie unter Fürsten. Jeder will den anderen übertrumpfen. An Vermögen, an Schiffen, an Geschick. Und wie könnte man seinen Erfolg und seine Macht besser manifestieren, als mit einem gigantischen Bauwerk? Speicherstadt bauen. Ändert nichts daran, dass wir einen Haufen Waffen dafür verkaufen müssen. So, und die Werk und die ganzen Produktionen, die wir hier haben, wir anschmeißen. Steinmetze sind alle an. Und die Werkzeugproduktion schmeißen wir auch wieder an. Gut. Ich bekomme regelmäßig Waren. Halt das Geld. Weiter nichts. Oder halt, halt das mal. Sein kann. Wir bauen jetzt. Euer Verhalten ist sehr ehrenhaft. Nach verdammt nochmal dahin. Eine Speicherstadt. Diese Speicherstadt wird euren Hafen über alle anderen erheben. Kann der Bau beginnen? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Es ist schon lustig, eine Speicherstadt aufzustellen, nachdem man den Dom, erst nachdem man den Dom schon gebaut hat. Aber was will man machen? Ich reiß das ja einfach weg, weil es ansonsten einfach nur unzufriedenstellend aussehen würde. Gut. Hier auf der Baustelle geht es gut voran. Die Speicherstadt braucht nicht so viel wie der Dom. Die braucht tatsächlich nur die Gerüste und dann wird sie selbst gebaut. Ihr braucht keine großen Glasfenster. Wie dieses verdammte Riesenteil. Dieses Bauwerk wird all. Weil ich immer sagen muss, dieser Dom einfach unfassbar gut aussieht. Der Krieg hat mir die Beine genommen. Welcher Krieg? Wir werden hier wieder angelogen. So. Seid mir herzlich hast gegrüßt. Du mal ein bisschen Kleingeld? Ich bin ermächtigt, euch eine gewisse Summe. Hast du mal ein bisschen Kleingeld? Hört auf! Mein Gewissen plagt mich ohnehin schon. Hast du mal ein bisschen Kleingeld? Wenn jemand Gutes danke. Von dir denkt. Ich bin ermächtigt. Ach, so ein Turnier. Und die Münzen werden direkt verprasst. Die Fahrer sollen das Ereignis ankündigen. So. Natürlich, wir brauchen ein bisschen Kleingeld für den Bus. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. So. Das halt kostet natürlich ordentlich was. Diese Schiffe hier. Verkaufen wir ganz kurz die Sachen, die hier gefunden haben. Lassen sich kurz mal von die Merkante reparieren. Keine Ahnung, nach Wiesbaden. Ich habe auch keine Ahnung, wo es hingehen soll. Ein feindlicher Scherge treibt sich nein, in ihrer Stadt. Nein, warum? Das ist Sabotage. Wo bist du? Wo ist der Drecksack? Postkartenansicht. Unser Überwachungshelikopter ist jetzt eingeschaltet. Da bist du. Dieser Lump konnten wir in letzter Sekunde das Handwerk legen. Wir haben eine ganze Menge Einwohner ja schon verloren. Zieht mal neu ein. Und geht bis zu. Euer einer ihrer Betriebe. Die sind doch nicht alle voll. Warum? Zwei Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Ja, die machen komisches diplomatisches Reisen nach Jerusalem.
und wechseln andauernd ihre Bündnisse. Urlaub. Das ist ein Wort, das ich gehört habe. Was ich gesehen habe. Ihr wisst wirklich, was der Anstand gebietet. Natürlich. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Auch das haben wir. Lasst euch den Erfolg nicht zum Kopf steigen. Oh, Hassan und Willem hassen sich jetzt. Stehen wir bei dir? Noch vollkommen in Ordnung. Seid unbesorgt. Alle sind mit Eifer bei der Arbeit. Eine Produktion kommt zum... Bei Allah. Das also ist die Antwort auf unsere Frage. Nein, es ist nicht. Ein Rohstoffvorkommen ist fast erschöpft. Ihr habt einfach noch irgendeine Ausrede gesucht, damit ich euch eure Existenz weiter dulde. Seid ihr schon alle wieder da? Ja. Gut. Ihr? Ja. Bezahlt eure verdammten Steuern. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Kämpft gegen Hakim? Meine Schiffe suchen schon nach dir. Nee. Das so ähnlich sehen die sich nicht. Es ist Wasser, Hakim, wenn man so möchte. Beim Anfang einer Legende, wie man die Spielgeschwindigkeit runterstellt. Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Wie stellte man sie hoch? Waren dafür die Zeilen 8, 9 und 0 benötigt? Im Zweifel würde ich vorschlagen, einmal auf Pause zu drücken und dann wieder auf Starten. Das scheint bei den meisten Karten die Spielgeschwindigkeit zu normalisieren. Die Arbeiter kommen gut voran. So. Alles läuft bestens. Hey, wir können ein bisschen weiter würfeln. Vielleicht kriegen wir irgendwelche guten Sachen. Ah, schön, dass ihr da seid. Ein erfahrener Kapitän. Naja. Hätte er sein können. Ich bin überzeugt, dass ihr in dieser Sache Erfolg haben werdet. Lass ein paar Münzen springen, dann geschieht dir nichts. Wollen wir schon von Münzen reden? Nein. Was? Wie man Pause bei dieser 5 macht? Du hast die Pause-Unterbrechen-Taste auf deiner Tastatur. Ist eine der Tasten. Ist eine Taste recht weit rechts oben am Rand. Ihr seid ein ehrbarer Mensch. Also im oberen Rand der Tastatur. Ziemlich weit rechts. Eure Gabe. Und da findet man die dann. So, ich möchte einfach nur hier. Ich möchte einfach nur bei ihm würfeln dürfen. Falls er den verfluchten Messejockel kriegen gibt. Das wird dir schon sehr bald leid. Dann lasse ich alles stehen und liegen und wir holen uns ein den. Ein gutes Geschäft. Ist dann bezahle ich den Korsaren für, wenn es sein muss. Das ist die Pause-Taste auf der Tastatur. Du hast die Tasten Druck, Rollen und daneben ist Pause unterbrechen. So ziemlich jede Tastatur müsst ihr haben. Ist über den Pfeiltasten. Diese neun Tasten. Die obersten drei davon. Und die am weitesten rechte davon ist die Pause-Taste. Sei's gedankt. Bisher gab es keine ernsthaften Unfälle auf der Baustelle. In ihrer Stadt treibt ein Feind. Wer wagt es? Sein Unwesen. Besser als in irgendeinem Provinznest ist es in eurer Stadt allemal. Gleiche Position vielleicht? Nein, er hat zwar auf ein anderes Haus abgesehen. Falls er es auf ein Haus abgesehen hat. Er war nicht in unsere Geheimkabinette. Da ist er. Wir müssen nur da schauen, wo wir kein Geheimkabinett haben. Ich wurde noch rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern. So. Und Troop. Gott sei's gedankt. Bisher. Ja, das Teil wird ohne Probleme fertig werden. Auf der Baustelle.
Also, wenn wir den verfluchten Messerjockel kriegen sollten. Oder Zugriff darauf kriegen sollten. Nehmen wir den mit. Generell habe ich die Hoffnung, dass wir den irgendwann noch kriegen. Denn das soll, glaube ich, sogar der absolut beste Kapitän sein. Aber er ist auch mit Abstand der allerseltensten. Nein. Ich glaube, du hast nicht begriffen, was auf dem Spiel steht. Denk nach, Giovanni, denk nach. Es muss einen Ausweg aus dieser Misere geben. Ach, Quatsch. Ein gutes Geschäft. Danke fürs Kleingeld, also hier. So, lasst mich schauen. Das war nämlich, glaube ich, unter Wirtschaft. Einer ihrer ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zur Hand gehen. Was willst du von mir? Können wir machen. Ein kleines Handelsschiff. Übrigens, was ich noch nicht erzählt habe. Ihr auf YouTube werdet es nicht mitbekommen haben, aber wir haben das Faktotum erfüllt. Fragt mich nicht, wie das funktioniert hat. Wir haben Quest Roulette mit Giovanni gemacht und plötzlich hat er uns eine Quest gegeben, die sofort erfüllt war. Und das war scheinbar die 30. Quest, die uns gefehlt hatte. Es wäre ratsam zu zeigen. Ich sagte nein, verdammt, niemand geh weg. Widerspricht Hassan Ben Said. Ungestraft. Wen haben wir hier? Nochmal Kapitän Klaas von Hems. Ja, den brauchen wir nicht nochmal. So. Also, was ich gerade sagen wollte. Leute, die wir brauchen. Wir brauchen Emir Khan, den Furchtlosen. Dafür bräuchten wir eine orientalische Metropole. Kriegen wir schon noch zusammen. Wir bräuchten Burgherr Ludwig, den Rasenden. Am neu gewonnenen Wissen. Dann kriegen wir die beiden Sachen. Rotbart, den Rachsüchtigen. Den habe ich bereits einmal gehabt. Ich glaube, den müssten wir vielleicht in den Imperatus nahe gekriegt haben. Sicher bin ich mir nicht. Aber der verfluchte Messerjockel. Das ist der mit Abstand seltenste. Ich weiß nicht, wie oder wer den überhaupt jemals gekriegt hat. Aber irgendwo muss er existieren. Und wir haben außerdem jetzt gekriegt einen flinken Bordschützen. Die Arbeiter kommen gut voran. Alles läuft best. Wir füllen natürlich auch nebenbei weiter Aufträge, damit wir... Wo haben wir es? Frieden, ob... Eine Insel wurde das Gelager, davon müssen wir die Korsaren durchgehend bezahlen. Das hier wird so eine eigene Problematik sein. Aber das ist weniger schwierig, lustigerweise. Abgesehen von Lucius. Natürlich. Wir haben keinen von den Garibaldi-Aufträgen hier. Oh, einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, das hier, das belügt uns sowieso nur noch. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Ich wollte gerade schauen, wie viele Aufträge wir erfüllen müssten. Ach, haben wir schon. Nee, das ist der. Für jeden ein offenes Ohr haben wir auch schon. Okay. Wenn ich euch so ansehe, erfüllt mich väterlich. Insel wurde kartografiert, dann sollten wir zur nächsten gehen. Wofür überhaupt? Die weißen Flecken auf den Landkarten zu füllen, ist eine gefährliche Aufgabe. Raubtiere und Korsaren bedrohen Lord Northburgs jüngste Expedition. In ihrer Stadt treibt ein feindlicher Scherge. Deshalb werden Waffen für weitere Erkundung benötigt. Du! Die Details. Okay, hier in der bleiben Nähe. Besser unter uns. Fahrt zur Hölle. Danke fürs Kleingeld. Eine vergnügliche Entwicklung. Diesem Lump konnten wir in letzter Sekunde das Handwerk legen. Gut. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Abschnitt bald fertiggestellt haben. Seht, ein weiterer Bauabschnitt der Speicherstadt wurde soeben vollendet. Seid ihr bereit, den nächsten Bauabschnitt in Angriff zu nehmen? Macht, macht, macht! Ein Wirbelsturm! Ich war echt glücklich, dass bisher noch keiner passiert ist, aber jetzt taucht er direkt hier in der Nähe auf. Eine Produktion kommt zum... Geh an uns vorbei, geh an uns vorbei, geh an uns vorbei! Hätte der uns... Also wenn das jetzt passiert, ist uns egal. Aber stellt euch vor, der hätte uns während unseres Versuchs... Wir haben doch keine Zeit zu erlangen. Stellt euch vor, der hätte uns während unseres Versuchs, den Anokraten zu erreichen, erwischt. Das wäre... Wir hätten sowas von neu laden müssen. Jetzt bin ich bereit, ihn durchlaufen zu lassen, tatsächlich.
weil der uns echt keine Probleme machen kann, sofern er nicht die Speicherstadt löscht. Vielleicht killt er unseren Turm und spart uns damit Geld. Das heißt, wir können so ein bisschen das Chaos ansehen, was gleich entstehen wird. Hey, hey! Bleib da weg! Bleib da weg, nein! Ein Wirbelsturm droht, ihre Insel zu verwüsten. Das kannst du von mir aus mitnehmen, das Haus. Aber der Rest ist... Nein. Nicht die Perlentaucher. Sei brav, verdammt. Bringt euch nicht selbst in Schwierigkeiten. Meine Flotte ist unermüdlich dabei, okay. Waren aus der Heimat hierher zu transportieren. Du Sohn einer Heutigen! Wir müssen ein neues Schiff bauen. Das wurde direkt vom Wirbelsturm mitgenommen. Unsere Perlenkettenroute. Hat sich der Wirbelsturm direkt drauf gesagt, alles klar, Schiff nehme ich mit. Einfach joinks. Schiff fertiggestellt.